Hallo zusammen, ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Video von mir zu Zusi 3. Wir sind heute mal mit diesem Intercity unterwegs, stehen hier schon auf der freien Strecke. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal schnell in den Führerstand, bereiten noch schnell alles vor. Hier im Terminal haben wir nichts, dann im Ebola, wir fahren den Zug 2155. Intercity hier von Seiskotten Richtung Kassel Hauptbahnhof. Dann machen wir noch schnell den Funk. 2155 anmelden, dass wir für den Fahrdienstleiter und alle möglichen erreichbar sind. Und dann würde ich sagen, wir sind soweit und können auch schon losfahren. Ich hoffe, das hat uns jetzt nicht zu viel Zeit gekostet, das Vorbereiten. Aber wir geben einfach mal Vollgas und gucken, was passiert. Der nächste Halt ist jetzt am Paderborn Hauptbahnhof. Sie fahren. Ja, haben wir ja schon 100 km/h erreicht. Der zieht ja an wie ein Rennwagen. Findet ihr natürlich den Zug mit dem jeweiligen Fahrplan, wo ich den her habe, in der Videobeschreibung unten, dass ihr den einfach nachfahren könnt, wenn ihr wollt. Ist auch bei allen anderen Fahrten, die ich bis jetzt so gemacht habe, dass ich den immer drunter geschrieben habe, welcher Fahrplan das ist, welcher Zug das ist, dass ihr da alles nachfahren könnt, wenn ihr wollt. Ja, wir fahren hier mal eine etwas ländlichere Strecke, wo eigentlich gar nicht so viele Fernverkehrszüge fahren. Also das ist jetzt in dem Fahrplan fast schon der einzige. Es gibt einmal den Intercity in die Richtung, in den wir jetzt fahren, dann noch in die Gegenrichtung und dann gibt es sogar noch einen ICE in diese Richtung, wo wir jetzt aktuell fahren. Wenn ihr wollt, könnt ihr es ja gerne mal in die Videobeschreibung schreiben, dann fahre ich auch gerne mal in die andere Richtung, den Intercity oder den ICE, das ist dann ein ICE3. Ich weiß gar nicht, ob der da planmäßig sogar langfährt oder ob der da umgeleitet wird, aber nachdem der da an der einen oder anderen Station hält, gehe ich eigentlich schon davon aus, dass der planmäßig da langfährt. Ja, jetzt sind wir hier am LCB-Bereichskennzeichen gerade eben vorbeigefahren. Und damit sind wir jetzt auch schon in der LZB. So, in 4600 Metern ist dann Halt, also 0 km/h. Ja. Mal gucken, was uns da erwartet. Das ist dann da das Selbstblocksignal im Fahrplan. Hier, Kilometer 132,5 müsste das dann sein. Genau. Gucken, ob das Signal dann noch weiterspringt, ob wir einfach nur einen Zug vor uns haben. Hoffen wir es einfach mal.
bremsen wir da erstmal ganz elegant an dieses Signal hin. Beziehungsweise an den LZB halt, ist es ja jetzt, nachdem wir in der LZB sind. Die SIFA natürlich auch nicht vergessen. Ja, da leuchtet schon weiß. Dann wird es auch gleich E40 hier vorne aufleuchten. Da ist E40. Genau, jetzt leuchtet hier E40 und wir fahren mit Befehl Zugbeeinflussung. An diesem Signal vorbei. Nein. Oh, der redet ja wie ein Wasserfall. So, jetzt sind wir hier an dem Selbstblocksignal mit Ersatzsignal vorbeigefahren. Ja, ich weiß nicht, ob das bei Susi immer noch der Bug ist, dass man da noch die Zuglänge ausfahren muss. Eigentlich reicht es ja, wenn man dann mit der Zugspitze an dem Signal vorbeifährt. Da war ja auch kein Vorsignal dran. Von dem her können wir jetzt halt schon wieder getrost Gas geben. So, Kilometer 128,3 ist dann Paderborn Hauptbahnhof. Ja, ich glaube, die 160 kriegen wir da schon nochmal gekratzt zumindest. Wobei, wenn da es 120 sind, dann sollten wir so langsam überlegen zu bremsen. Genau, da sind jetzt die 120 und wir nähern uns mit großen Schritten Paderborn Hauptbahnhof. Vorne sieht man auch schon den Bahnsteig. Ist ja fast schon wieder eine Schleichfahrt, was ich hier veranstalte. Ja, ganz pünktlich sind wir nicht. Aber ist ja auch die Deutsche Bahn. So. Dann sind wir jetzt halt hier in Paderborn, sichern noch den Zug, dass der uns nicht wegrollt. Ja, fast pünktlich, das ist so dieses typische Deutsche Bahn pünktlich. Da drüben mit der Nordwestbahn.
und der Oldobahn. Ja, sieht ganz schick aus hier. Dann warten wir hier noch, bis der Fahrgastwechsel abgeschlossen ist und dann können wir unsere Fahrt Richtung Kassel fortsetzen. Nutzen wir die Zeit direkt mal und gucken hier im Fahrplan, was uns noch so erwartet. Wir fahren jetzt halt... Ach Gott. Okay, wir gucken nicht. Wir haben jetzt... So, Entschuldigung. Wir haben jetzt halt schon den Abfahrauftrag. Macht sich nicht gut, wenn die Bremse nicht gelöst ist. Probieren wir es noch einmal. So. Jetzt hat. Nutzen wir trotzdem noch mal kurz die Zeit. Wir fahren jetzt halt hier mit erstmal 100 und dann nach vorne damit 120. Und dann sind wir eh gleich schon in Altenbeken, wo wir dann schon wieder anhalten dürfen. Ist jetzt halt eine relativ kurze Strecke eigentlich nur. So, 100 km/h. Aktuell noch. In 126,4. Ich sehe schon, das wird heute überhaupt nichts mit dem Fahrplan halten. Was ist denn hier los? Da leuchtet uns dann schon das nächste Ersatzsignal an. Ja gut, dann fahren wir hier nochmal vorbei. Das war ja wieder ein Selbstblocksignal, das heißt, wir verfahren so wie vorhin. Wir fahren jetzt hier noch. Ah, wir sind eh schon drüber. Unser Zug ist ja nur knapp 200 Meter lang. Bisschen weniger als 200 Meter sogar. Und dann geben wir hier jetzt wieder Gas, dass wir auf die 120 km/h kommen. Ja, sind jetzt halt eh nur noch 15 Kilometer bis zum nächsten Halt. So, und die 120 km/h haben wir auch erreicht, sehr gut. Jetzt dürfen wir dann demnächst auch wieder nur noch 110 fahren. Demnächst so in 6 Kilometern. Und solange versuchen wir jetzt mal bestmöglich die Geschwindigkeit zu halten. Wir haben jetzt doch noch fast eine Stunde Fahrzeit vor uns. Mal gucken, was uns da dann noch so erwartet. So, jetzt fahren wir durch den Bahnhof Benhausen durch. Was ja mehr oder weniger nur so ein Betriebsbahnhof ist, wo man mal überholen kann.
dann den Zug beiseite stellen kann, dass der überholt wird. Schlappen Ansteig gibt es hier gar keinen. Jo, sieht nicht so aus, wie wenn es hier einen Bahnsteig gegeben hätte. Hier geht es jetzt doch ganz schön den Berg hoch. Muss man doch ganz schön viel Energie dazu geben, dass der Zug die Geschwindigkeit hält. Dann hier jetzt einmal schön um die Kurve drum mit der bisschen Gleisneigung. Das sieht, finde ich, immer ganz schick aus, wenn sich der Zug dann so in die Kurve reinlegt. So, da werden uns jetzt dann schon die 110 km/h angekündigt. Wir rollen einfach mal hin. Dann versuchen wir jetzt die 110 km/h zu halten. Einmal der Kollege von der Nordwestbahn. Dann haben wir eh nur noch 2-3 Minuten, ne, bis wir an unserem nächsten Halt sind. Landschaftlich finde ich hier die Strecke auch relativ schön. Hier so ein bisschen durch das Grüne. Gut, wir fahren jetzt hier den Berg hoch. In die andere Richtung ist es dann halt einfach bergab fahren. Das finde ich macht auch Spaß, wenn man dann schauen muss, dass der Zug nicht zu schnell wird. Und hier schlängeln wir uns jetzt so das Terrain hoch, um ein paar Höhenmeter zu gewinnen. So, noch 5 Kilometer rum. Dann haben wir es hier auch schon geschafft. Wir sind tatsächlich fast wieder pünktlich. Faszinierend. Wenn man da unten mal im Ebola auf die Zeit guckt, noch 20 Sekunden vorplanen. Geht eigentlich voll für Bahnverhältnisse.
So. Ich glaube, die reine Schwerkraft reicht hier nicht, um den Zug runter zu bremsen. Da waren wir ganz knapp. Zu langsam. Oder zu schnell. Ja. Nein, wir geben keine TÜV-Freigabe. So. Dann dürfen wir jetzt hier wieder warten, bis der Hauptluftleitungsdruck angestiegen ist, dass die Bremsen wieder gelöst sind. Zugbeeinflussung. Und fürs nächste Mal merken, einfach ein bisschen stärker bremsen und dann funktioniert das auch. So. Ja, diese peinlichen Momente beim Zugfahren. Ja, dann fahren wir hier jetzt halt mit 80 km/h in Altenbeken ein. Aha. Da vorne ist dann schon wieder Halt erwarten. Und da vorne ist dann auch schon der Bahnsteig. Also, ja, je nachdem, wo wir halt hinfahren. Ja, hier müssen wir jetzt relativ weit vorfahren, dass wir dann unser Signal sehen, wobei da hinten sieht man schon durchspitzeln, das müsste unseres sein. Dann müssen wir gar nicht so weit vorfahren. Ja. So. Dann wieder hier den Zug sichern und ja, so viel zum Thema Pünktlichkeit. Schauen wir uns wieder hier den Zug schön von der Seite an. Mit unseren, wie viele Wagen sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wagen. Ja, ich glaube, das erklärt auch, warum der so gut anzieht, wenn der nicht so viele Wagen hat. Ja, das war jetzt halt da an dem Einfahrsignal schon ärgerlich, vor allem wegen halt 1-2 km/h. Naja, hätte besser laufen können. Naja, gut, der Abfahrauftrag ist da. Und dann können wir hier wieder weiterfahren. Hier einmal befreien. Die Türfreigabe zurück. Hier nochmal zur Abfahrt rausgucken, was alles passt. Perfekt. Und dann verlassen wir Altenbeken mit 80 km/h wieder.
70 km/h. Perfekt. Die Sifa auch nicht vergessen, das wäre jetzt der Obergau, wenn wir da auch nochmal eine Zwangsbremsung bekommen würden. Müsste jetzt nicht sein. Gut, nutzen wir die Zeit nochmal. Ah, 111,9. Perfekt. Dann dürfen wir schon wieder 120 km/h fahren. Legen einfach mal den Hebel nach vorne, dass wir auch auf die Geschwindigkeit kommen. Und pendeln uns so bei 120 km/h ein. So, nutzen wir die Zeit nochmal und schauen in den Fahrplan. Der nächste Halt ist dann Warburg, Kilometer 148,1. Das sind, ja, meine Mathekünste lassen zu wünschen übrig, 35 Kilometer, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, jetzt noch 34. Und da sollen wir dann sein in 17 Minuten. Sollten wir hinbekommen. Jetzt fahren wir dann gleich noch durch den Bahnhof Bug durch, beziehungsweise wir sind schon mittendrin. Das finde ich halt auch das Interessante bei Fernverkehrszügen, dass man da halt einfach nicht so oft anhält, sondern einfach so vor sich hinfährt. Jetzt beim Intercity nicht so, aber beim ICE passiert es ja doch mal, dass man dann schnell so eine Stunde durchfährt oder auch mal schnell kurz eine halbe Stunde oder so. Da halt einfach so vor sich hinfährt, versucht die Geschwindigkeit zu halten, nicht zu schnell zu fahren, im besten Fall keine Zwangsbremsung zu bekommen. Nicht so wie bei S-Bahn oder Regionalverkehr, wo man dann, ja, S-Bahn ist dann schon extrem krass, wo man dann alle 2-3 Minuten anhält. Regionalverkehr kann es ja auch mal vorkommen, dass man dann 10 Minuten oder Viertelstunde oder so durchfährt, gerade beim Regionalexpress. Aber das ist halt schon nochmal ein anderes Fahrgefühl oder ein anderes Fahren generell. Noch interessanter ist dann der Güterverkehr, wo man dann halt wirklich durchfährt, ohne zu halten. Außer es ist natürlich gerade irgendeine Überholung oder so, dass man überholt wird, dass man dann auf die Seite gestellt wird. Ich finde, zwar hat halt jede Zuggattung ihren eigenen Charme. Ob man jetzt Fernverkehr oder S-Bahn bevorzugt, ist dann jedem seins. Ich fahre alles ganz gerne so, nach dem Motto, die Abwechslung macht's. So, was kommt uns da entgegen? Ein Güterzug. Mit Kohle müsste das sein. Weiß ich gar nicht. Sah so ein bisschen aus wie so Kohlewagen. Oder, ja, Schüttgutwagen. Kann ja alles Mögliche drin sein, muss ja nicht unbedingt Kohle drin sein. Ja, jetzt fahren wir dann gleich noch durch den Bahnhof Neuenherse durch. Wieder funktioniert, aber das sieht sehr gut aus.
läuft ja wie am Schnürchen. So, da vorne müssten jetzt dann irgendwann die 110 sein. Da haben sie sich versteckt hinter dem, hinter der einen Signaltafel der Gegenrichtung. Jetzt aber. Ich habe das doofe Gefühl, dass es jetzt bergab geht. Keine Ahnung, wie ich dazu komme. Zu dieser Intuition. Ja, das war jetzt hat dann gerade eben der Höhepunkt der Fahrt. Kann man zumindest so sagen. Naja, wobei das war jetzt eigentlich schon ein schlechtes Wortspiel. Ja, augenscheinlich geht's hier jetzt wirklich bergab. So, der nächste Bahnhof ist dann Willebad Essen. Und da dürfen wir dann sogar wieder 120 fahren. Wenn da vorne die Langsamfahrstelle nicht wäre. Wir lernen aus unseren Fehlern, wir bremsen diesmal etwas stärker. Vor allem, wenn es bergab geht. So, 70 km/h. Die haben wir jetzt erreicht. Versuchen uns da wieder einzupendeln, dass wir nicht zu schnell unterwegs sind. Genau, ab hier dürfen wir jetzt nur noch 70 km/h fahren, aus welchen Gründen auch immer. Und dann warten wir jetzt, bis die Langsamfahrstelle wieder zu Ende ist, dass wir dann wieder schneller fahren dürfen. Und da vorne sieht es doch schon ganz gut aus. Genau, da ist jetzt das Ende und dann dürfen wir, sobald der Zugschluss dran vorbei ist, wieder schneller fahren. Das sollte jetzt passiert sein. Dann können wir jetzt wieder ein bisschen Gas geben. Aktuell dürfen wir noch 110 km/h fahren. Versuchen wir uns da wieder einzupendeln. Und dann sind wir jetzt halt schon hier im Bahnhof Willebad Essen. Sie fahren natürlich.
natürlich auch nicht vergessen. Und dann dürfen wir auch schon wieder 120 km/h fahren. So, mal gucken, wie sich das Fahrzeug jetzt hier wieder verhält. Aber da vorne sieht man schon so einen Knick, dass es da wieder bergab geht. Ich finde, hier erkennt man es relativ gut, wenn es eine Änderung in der im Gefälle gibt oder in der Steigung, also optisch an der Strecke. Man sieht es dann natürlich spätestens am Tacho, wenn der Zug dann auf einmal langsamer oder schneller wird, obwohl man eigentlich kein Gas gibt. Da kann man sich dann ein bisschen spielen. Natürlich, man könnte auch mit AFB fahren, das finde ich aber ein bisschen langweilig, weil man dann wirklich nur noch da sitzt und ja, zuguckt, wie der Zug das macht, was er soll. Und da finde ich das dann schon ein bisschen interessanter, wenn man dann selber sich noch darum kümmert, dass der Zug nicht zu schnell oder zu langsam unterwegs ist. Kann aber halt auch schief gehen, wie wir vorhin mal kurz gesehen haben. Aber wenn man dann die Strecke öfter mal fährt, dann weiß man ja ganz grob, wo es bergauf, wo es bergab geht. Das ist jetzt bei mir leider nicht der Fall. Ich bin hier schon länger nicht mehr lang gefahren. Aber es macht trotzdem Spaß, da die Strecke hier lang zu fahren. Sollte ich, glaube ich, öfter mal machen. Nachdem es ja auch ein relativ langer Streckenabschnitt ist. Wir sind ja jetzt hier mit dem Intercity fast eine Stunde unterwegs oder sogar über eine Stunde. Und ich finde, da hat man dann was von seiner Fahrt. Ja, wir nähern uns mit großen Schritten Warburg. Es sind jetzt noch ein bisschen über 10 Kilometer. Und wir haben theoretisch noch 5 Minuten, aber das Ebola sagt uns jetzt schon, dass wir fast 3 Minuten hinterm Zeitplan sind. Aber da kann man gar nicht so viel dagegen tun, gegen die Verspätung. So, da sind wir jetzt gerade eben durch Onnenberg durchgefahren oder fahren gerade noch durch. SIFA. Ja, die SIFA sollten wir auch nicht vergessen. Dann haben wir nur noch so ungefähr 5 bis 6 Minuten Fahrzeit, bis wir in Warburg angekommen sind.
gucke mal, dass wir die 120 irgendwie versuchen zu halten. Ist auf so einer Berg- und Talfahrt doch nicht so einfach. Erzählen. Wow. Sifa. Sifa. Die Sifa hätten wir fast schon wieder vergessen. Eine nette Sache, dass wir immer darauf hingewiesen werden. So, wir trinken ja noch mal einen Schluck nebenbei. Und dann schauen wir mal, dass wir hier. Wiederhalten. So, dann haben wir noch 5 Kilometer. Ganz schön sportlich, dass der Bahnübergang zuging. Also viel Platz war da nicht mehr zwischen uns und dem Bahnübergang. Und da fädelt sich jetzt dann hier die Nebenbahn ein. Ich weiß gar nicht mehr von welche, also von wo die Strecke kommt, beziehungsweise welche Strecke das ist. Müsste ich jetzt tatsächlich lügen, was das für eine Strecke ist. Noch 2000 Meter, wie uns so schön gerade so schön gesagt hat. Oh. Da kommt ja noch ein Signal vom Bahnsteig, wenn ich das im Fahrplan richtig lese. Auf Kilometer 147,6. Wobei das hier in kein Licht geschalten ist. Auch okay. Das war gar nicht das Signal. Da vorne kommt nämlich noch eins und es sind mittlerweile ganz schön viele Ersatzsignale, die wir hier haben. Jetzt wird es tatsächlich interessanter, nachdem das hier ein Zwischensignal ist. Müssen wir dann, wenn wir aus Warburg ausfahren, darauf achten, dass wir nicht schneller als 40 km/h fahren. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Ja, wir erreichen jetzt Warburg, der Ausstieg dort dann in Fahrtrichtung links. Einmal hier elegant angehalten. Ja, das dann das Ausfahrsignal. Bis hinter das müssen wir die 40 km/h halten. Und wir warten wieder, bis wir die Erlaubnis bekommen, abzufahren, bis der Fahrgastwechsel abgeschlossen ist. Und wenn wir dann weiterfahren dürfen, dann haben wir jetzt hier eh nicht mehr so weit bis zu unserer Endstation. Ich glaube, der nächste Halt ist dann auch schon Kassel. Das gucken wir dann gleich mal nach, wenn wir wieder beschleunigen. So, der Abfahrauftrag ist da. Dann einmal hier die Bremse lösen. Zugbeeinflussung. Und dann geht's auch schon weiter. So, jetzt die 40 km/h hier nicht vergessen. Ich muss mich da immer selber dran erinnern, ansonsten wird das nichts. Jetzt ist das Fahrmotorgeräusch wieder da. Genau, wenn wir da vorne an der Weiche sind, dann sollten wir hinter dem Signal sein und können auf 120 km/h beschleunigen. Gucken wir mal im Fahrplan. Genau, der nächste Halt ist Kassel-Wilhelmshöhe um 12.56 Uhr. Also haben wir jetzt 25 Minuten vor uns. Je nachdem, was uns auf der Strecke erwartet, vielleicht auch eine halbe Stunde. Dümpeln wir hier so dahin mit unseren 120. Ja, hier geht's jetzt halt das, was wir vorhin bergauf gefahren sind, alles wieder bergab. Und da müssen wir halt jetzt hier wieder schauen, dass wir nicht zu schnell werden. Gucken, vielleicht schaffen wir es sogar bis Kassel-Wilhelmshöhe dann wieder pünktlich zu sein. Es sind ja jetzt halt doch ein paar Kilometer, die wir noch vor uns haben. Aber
ich fahre einfach mal so vor mich hin und der Fahrplan ist so, ja, nice to have, von den Fahrzeiten zumindest. Wir sehen es einfach mal als Orientierung an, wann wir ungefähr wo sein sollten. Ja, so passt es ja eigentlich ganz gut von der von dem Einbremsen her. So. Und dann durften wir hier einmal pfeifen, ein bisschen Krach machen. Und Formsignale haben wir auch noch. So, hier ist jetzt wieder ein Knick in der Strecke. Mal gucken, wie sich das Fahrzeug jetzt hier so verhält. Langsamer. So, jetzt sind wir hier im Bahnhof Liebenau. Muss mal gucken, dass wir hier die Geschwindigkeit doch wieder versuchen zu halten. Ja, es wird gefühlt auch immer langsamer von der Geschwindigkeit her, die wir fahren dürfen. Wenn man sich den Fahrplan mal so anguckt, jetzt dann irgendwann nur noch 100, dann 80. Ist für so einen Fernverkehrszug dann doch nicht so schnell, dafür, dass wir theoretisch 200 km/h fahren dürften. Vom Fahrzeug her. Das ist mal wieder ein Hin und Her von Steigung, vom Gefälle her, eine Berg- und Talfahrt. Interessant. Da vorne haben wir dann schon wieder ein Lichtsignal. Machen hier. Und so wie ich mich kenne, habe ich dann bestimmt schon wieder mindestens eine Pfeiftafel übersehen. Durch den Bahnhof Lamerden durch.
hier einmal um die Kurve. Und da kommt uns der nächste Güterzug entgegen. Sieht schon wieder nach Schüttgutwagen aus. Und die das nächste Mal Krach machen. So, dann schauen wir mal, dass wir uns hier direkt auf die 100 km/h einpendeln. Ja, geht ja jetzt ganz gut. Einfach so dahin rollen. So, versuchen wir hier mal die PZB auszutricksen. Zugbeeinflussung. Sehr gut, das hat funktioniert. Müssen wir halt nur gucken, dass wir dann nicht zu schnell sind. Sieht jetzt schon wieder so langsam aus. Und das, obwohl wir davor eigentlich nur 120 km/h, also auch nur 120 km/h gefahren sind. Aber irgendwie sehen jetzt die 80 noch mal langsamer aus. So. Fahrt erwarten fürs Ausfahrsignal hier in Hümme. Ja, so eng wie der Gleisbogen hier ist, ist es schon gerechtfertigt, dass man nur mit 80 fährt. Ist doch ganz schön sportlich hier. Und dann dürfen wir gleich auch wieder schneller fahren. So, 313,7. Mich jetzt schon wieder 100 km/h fahren. Ich finde immer noch, dass die Lok hier abgeht wie ein Schnitzel beim Beschleunigen. Und gleich dürfen wir dann sogar richtig Gas geben mit 140. Interessanter Bahnübergang, wo wir gerade drüber gefahren sind.
einfach nur ein Bahnübergang, rechts und links daneben Wiese. So. Dann dürfen wir jetzt 140 km/h fahren. Die Autos da schon warten. Ja, ist ja auch eine Schranke dran. Verwunderlich, dass wir da jetzt pfeifen mussten. So, dann fahren wir jetzt hier durch den Bahnhof Hof Geismar durch. Da ist schon wieder so eine Straßenbahn, nenne ich sie jetzt einfach mal. Sieht ja aus wie eine Straßenbahn. Und ja, fährt halt einfach nur auf Zugleisen. So. In 2,5 Kilometern dürfen wir dann auch nur noch 100 fahren. Dass wir das mal im Hinterkopf behalten. Ein Containergüterzug. So, war schon wieder eine knappe Geschichte gefühlt, nachdem da gerade ein Geschwindigkeitsüberwacher lag. Oh. Sein Schild ist bisher weggedreht. Zugbeeinflussung. Ah ne, war noch zu weit weg. Nachdem wir da vorne dann nur noch 90 sind, aber da muss dann nochmal ein anderes Signal, sollte nochmal ein anderes Signal kommen, genau. Da vorne ist es schon. Zugbeeinflussung. Dann fahren wir jetzt durch den Bahnhof Grebenstein durch. So. Passt. 90 km/h. Die versuchen wir jetzt einfach mal zu halten. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie haben wir jetzt schon 4 Minuten Verspätung. Es ist mir echt ein Rätsel, warum ich es auf dieser Strecke nicht schaffe, den Fahrplan zu halten.
Kilometer 326,3 dürfen wir dann wieder 100 km/h fahren. Und hier sieht man auch relativ gut, wie es bergauf geht. So, was kommt uns da entgegen? Ein Lok mit einem Wagen. Okay. Mal jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wie ich beschleunigt habe. Dann kommen wir gleich zum Bahnhof Immenhausen. Schauen wir mal den Fahrplan, was uns jetzt sonst noch so erwartet. Wir haben es ja eh nicht mehr bei 343,7. Dann noch 400 Meter. Also noch 15 Kilometer. Ganz grob. Und dann sind wir eh schon in Kassel. 15 Kilometer, 12 Minuten. Laut Ebola, nachdem wir jetzt halt aktuell 4 Minuten hinter dem Zeitplan sind, rechne ich einfach mal hier drauf. Boah, sollten wir hinbekommen. So, dann fahren wir hier jetzt einmal durch Immenhausen durch. Fahre ich hier mit gemütlichen 100 km/h weiter durch die Landschaft. Also für einen Geschwindigkeitsrausch sorgt diese Strecke auf gar keinen Fall. Nachdem das schnellste, was wir bis jetzt gefahren sind, 160 waren und das war ja, vor einer Stunde, wo wir es mal kurz fahren durften. Dann jetzt einmal schon kurz die 140, aber das waren 2-3 Kilometer nur. Also jetzt auch nicht so das Wahre. Ja, für den Geschwindigkeitsrausch sorgt die Strecke hier nicht. Auch wenn es ein Intercity ist. So, dann nähern wir uns jetzt dem Bahnhof Mönchehof. So, einmal Fahrt mit Fahrt erwarten. Hier einmal am Bahnsteig vorbei.
Und dann dürfen wir auch gleich noch ein kurzes Stück 110 km/h fahren. So. Dürfen wir jetzt nochmal Gas geben auf 110 km/h. Gucken, dass wir hier nicht zu schnell werden. Ich weiß echt nicht, was wir falsch gemacht haben mit dem Fahrplan, aber wir haben jetzt auf einmal plus 5. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, woran das liegen könnte. Wenn ja, dürft ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben oder einen Kommentar dazu schreiben. Vielleicht kann ich es ja noch besser machen. Ja, da vorne sind jetzt dann nur noch 100 km/h. Ich sehe den Oberfellmar. Rüber auf die Nachbarstrecke. Ja, es sind jetzt tatsächlich fast schon wieder große Schritte, mit denen wir uns nähern. 5 km sind es noch. So, wir nähern uns jetzt an dem Rangierbahnhof in Kassel. So, jetzt sind wir hier am Einfahrsignal vorbeigefahren. Für den Rangierbahnhof zumindest. Und da vorne haben wir dann auch schon einen langsamen Fahrt erwarten. Ja, das müsste reichen, um zumindest keine Zwangsbremsen zu bekommen. Und jetzt die Masterfrage, Einfahrt mit 50 oder mit 60 km/h, nee, mit 40 oder mit 60 km/h. Im Fahrplan steht 60, zumindest als Streckengeschwindigkeit. Mal gucken, was uns das Signal sagt.
das Signal sagt auch 60. Gute Sache. Und wieder mit langsamer Fahrt. Und hoffen, dass wir dann auch noch 60 km/h fahren dürfen. Der Kollege mit der 120 mit seinem Intercity. Wie gnädig. Wir dürften ab hier jetzt dann wieder beschleunigen. So. Dann hier jetzt hat Einfahrt mit 60 km/h in den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Ist ja lustig, die Ampel da ist aus. So, hier einmal quer über den Bahnhof und dann der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, mal gucken, wo wir den Zug hier hinparken. Stellen wir den halt einfach mal mittig hin. Oh. So. Dann sind wir hier im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe angekommen. Hier mit unserem Intercity. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Videos zu Zusi oder auch anderen Simulatoren, wenn ich mal Zeit finde dafür, sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wenn ihr irgendwelche Fahrtwünsche habt, was ich in Zusi oder so mal fahren soll, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Bis dann. Ciao, ciao.